Läuft. Ich bin Willi. Ich bin Alma. Ich bin Ron. Ich heiße Alina. Ich bin Jonas. Ich bin Amanda. Ich bin Thomas. Ich heiße Lena. Ich heiße Pauline. Ich bin Max. Mein Name ist Alexia. In unserer Klasse wird niemand wegen seiner Religion benachteiligt. Bei uns zu Hause wird jeder respektiert. Bei uns im Fußballverein wird niemand benachteiligt, weil er dick oder dünn ist. In unserer Klasse respektieren wir jeden. In der Familie ist man ehrlich zueinander. Bei uns in der Klasse wird keiner benachteiligt, ob er zum Beispiel eine andere Hautfarbe hat oder dicker oder dünner. In unserer Klasse sind wir alle offen zueinander. Überall im Alltag sollte man sich respektieren. Ich finde, Religionsfreiheit ist eigentlich überall in unserem Alltag zu finden. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass in der Schule jeder in jeden Religionsunterricht gehen darf. Aber ich wünsche mir, dass in manchen Ländern die Religionsfreiheit noch ein bisschen mehr berücksichtigt wird. In unserer Familie sind wir offen und respektieren uns gegenseitig. Ich wünsche mir auch, dass es in allen Familien so ist. Man soll sich respektieren, wenn man Dortmund oder Bayern-Fan ist. Toleranz, Respekt, Menschlichkeit. Dafür stand Johannes Reuchlin, der wohl berühmteste Sohn der Stadt Pforzheim. Was hat er an humanistischen Werten in der Welt von heute hinterlassen? Ich bin Lisa, ich bin 16 Jahre alt und gehe in die 11. Klasse am Reuchlin-Gymnasium in Pforzheim. Mein Name ist Taban, ich bin 17 Jahre alt und gehe auch hier zur Schule. Und ich heiße Martin, ich bin 17 Jahre alt, bin neugierig, wo Reuchlins Werte heute noch zu finden sind. Zusammen gehen wir drei auf eine Spurensuche in der Stadt und treffen Menschen, die mit uns über Johannes Reuchlin sprechen. Der erste Weg führt uns zur Schlosskirche, dem steinernen Geschichtsbuch unserer Stadt. Vom Pfarrerin Heike Reisner-Barral möchten wir wissen, wie sich Reuchlins Werte noch heute in den Gottesdiensten bemerkbar machen und welche Hoffnung sie für die Zukunft hat. So, jetzt stehen wir vor der Schlosskirche mitten in der Stadt. Gehen wir mal rein und schauen nach der Pfarrerin Heike Reisner-Barral. In der Schlosskirche sind wir in einer ganz besonderen Situation. Wir machen hier ökumenische Citykirchenarbeit. Das heißt, unsere Angebote sind ausgerichtet auf alle Menschen, egal welcher Religion sie angehören, welcher Konfession. Und wir arbeiten nach dem Prinzip Touch and Go. Menschen können kommen, sie werden berührt, aber sie dürfen auch wieder gehen. Und wir rechnen mit der Neugier und mit der Aufgeschlossenheit und auch mit der Toleranz der Menschen, die hier bei uns sind. Reuchlin war ein unheimlich mutiger Mensch, hat sich eingesetzt für die jüdischen Gemeinden und hat sich auch gegen das System gestellt. Und ich wünsche mir, dass meine Kirche davon lernt, dass wir mutig bleiben und Haltung bewahren und uns dort einsetzen, wo Menschen verfolgt werden und Menschen auch ihre Rechte genommen werden. Toleranz, Respekt, Menschlichkeit. Welche Rolle spielen Reuchlins Werte für junge Menschen im Umgang miteinander? Das kann uns sicher Julia Balke sagen, die als Sozialarbeiterin beim Stadtjugendring einen engen Draht zu den Jugendlichen von heute hat. Ich wünsche mir für die heutige Jugend, dass es eine Konzentration zurück auf diese Werte gibt, weil ich einfach glaube, dass durch die Schnelllebigkeit der heutigen Gesellschaft viele dieser Werte verloren gehen. Und ich glaube, dass ein Miteinander in der heutigen Gesellschaft nicht ohne diese Werte funktioniert. Wo wir schon in der Innenstadt sind, gehen wir gleich rüber zur Stadtkirche. Als Brückenbauer zwischen dem Judentum und dem Christentum arbeitete Reuchlin als erster Christ eine hebräische Grammatik mit hebräischem Wörterbuch aus. Gleich treffen wir jemanden, der uns sicher mehr darüber sagen kann.
So, jetzt sitzen wir vor dem Turm der Stadtkirche und wir werden gleich den Pfarrer Hans Götz Eisinger treffen. Mal schauen, wie die Stadt von da oben aussieht. Können wir ganz bestimmt. Das will ich kurz erläutern. Er war ja ursprünglich Jurist und damit auch Berater von Fürsten und Königshöfen, kam viel rum und wusste um die hohe Bedeutung der Sprache. Das hat er auch angewandt auf sozusagen sein Hobby und seine Leidenschaft, nämlich die Frage der Religion und des Glaubens. Er war ja kein Reformator und ihn interessierte die Wahrheit, also wie geht man mit Sprache um. Er entdeckte die Bedeutung des Hebräischen. Und sagte also, bloß weil wir im Neuen Testament immer alles Latein und Griechisch lesen, Jesus war ja einer, der Aramäisch sprach. Und das war für ihn eine Riesenentdeckung. In Rom hat er dann Hebräisch gelernt, viel Geld investiert, hat auch diese erwähnte Grammatik dann übersetzen lassen und ein eigenes Lehrbuch daraus entwickelt. Und seine Grundhaltung, die daraus erwuchs, war ein ganz wichtiger Satz. Er sagte, zerstört nicht, was ihr nicht kennt. Das finde ich unglaublich modern. In einer vernetzten Welt ist die Sprache immer noch eine Schlüsselgeschichte und die Bedeutung des Hebräischen für die christliche Theologie, sagen wir mal so, sie ist jetzt aktueller denn je. In den letzten 30, 40 Jahren hat es uns noch mal sehr verändert und es hat über die letzten Jahrhunderte auch schon gewirkt. Vom Glauben zur Politik. Wir haben eine Verabredung im Pforzheimer Rathaus. Ob Reuchlin auch hier Spuren hinterlassen hat? Jetzt haben wir schon eine Menge Stimmen zu Johannes Reuchlin in der Stadt Pforzheim eingesammelt. Und sogar der Sozialbürgermeister Frank Philbrunn hat Zeit für uns. Da schauen wir mal jetzt vorbei. Also heute auf jeden Fall. Ich denke, Reuchlin ist heute aktueller denn je, sowohl in unserer Stadtpolitik wie auch in der großen Politik. Wir wissen ja, Reuchlins Werte waren Freiheit, waren Toleranz, er war neugierig und genau das ist auch heute noch in der Politik gefragt und das war früher auch genauso, ja. Weiter geht es in die Nordstadt ins Stadtarchiv. Gibt es hier in den Schubladen und Schränken noch Schriften und Aufzeichnungen Reuchlins? Da sind wir. Gehen wir mal rein und schauen nach der Leiterin des Stadtarchivs, Frau Dr. Clara Deke. Also das Stadtarchiv sammelt ja Quellen zur Stadtgeschichte und Reuchlin ist natürlich ein ganz wichtiger Teil der Stadtgeschichte und deswegen finden sich bei uns hier wirklich Originalbriefe von Reuchlin, aber auch Drucke beispielsweise, also gerade die bedeutenden Werke, die ja dann auch die Diskussion so beeinflusst haben. Und das ist eben das, wofür Reuchlin für uns auch noch in ja sozusagen höherer Ebene steht. Einmal Reuchlin als Wissenschaftler, der gefordert hat, geht zu den Quellen, wenn ihr eine Fragestellung habt. Hier im Stadtarchiv sind die Quellen. Und dann natürlich auch sein Einsatz für Toleranz, Pluralismus, was natürlich für unsere historische Bildungsarbeit für die Stadtgesellschaft hier auch von großer Relevanz ist. In einer Stadt wie Pforzheim, in der so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, wirken sich die Werte Reuchlins auch auf die Arbeit des Pfarrers Georg Lichtenberger aus. Mit Reuchlin plädiert er dafür, keine Angst vor dem Fremden zu haben, sondern neugierig zu sein. Ich würde jetzt mal eins rausgreifen, das ist so ein Zitat von Reuchlin, wo überliefert wird, dass er gesagt hat, das Fremde soll uns nicht abschrecken, sondern eher neugierig machen.
Ich denke, das ist für eine Stadt wie hier in Pforzheim ganz wichtig, wo ja viele Menschen aus vielen Ländern hier leben, die hierher gekommen sind und die geprägt sind von ihren eigenen kulturellen, religiösen, biografischen Hintergründen. Das ist für mich schon immer wichtig gewesen, hauptsächlich auch so vom Haidach oben, wo viele Menschen ja aus Osteuropa sind, Deutsche aus Russland, aus Rumänien, aus Polen, da zu schauen, was hat die geprägt, was ist für die wichtig geworden in ihrem Leben. Das finde ich total spannend und interessant und hilft einfach auch zu einem guten Miteinander in dieser Stadt. Reuchlin war also ein Brückenbauer zwischen den Religionen, gerade auch zwischen dem Christentum und dem Judentum. Konnte er einen Beitrag leisten, dem tief verankerten Antisemitismus entgegenzutreten? So, jetzt sind wir hier am Reuchlin-Denkmal am Schlossberg. Und bevor wir jetzt ins Museum Johannes Reuchlin gehen, treffen wir noch den Dialogbeauftragten der jüdischen Gemeinde, Andrew Hilkowitz. Also Johannes Reuchlin, denke ich, in Bezug auf Antisemitismus wird da kein großer Einfluss gewesen sein, wenn überhaupt. Die meisten Leute in Pforzheim können mit dem Namen Johannes Reuchlin nicht viel anfangen. Die wissen, dass es das Reuchlinghaus gibt vielleicht. Manche wissen auch, dass es ein Reuchling-Museum gibt oder ein Reuchling-Gymnasium. Aber damit hat sich es wahrscheinlich schon. Der ganze Antisemitismus, wo ich mich sowieso frage, warum es überhaupt Antisemitismus gibt, der hat auch nach Johannes Reuchlin stattgefunden. Drittes Reich, 6 Millionen Juden, die ermordet wurden. Also um nochmal kurz zu sagen, ich denke, Johannes Reuchlin hat leider in Bezug auf Antisemitismus in der heutigen Zeit zumindest keinen Einfluss gehabt. Ein Ort, der heute in der Stadt an den großen Humanisten erinnert, ist das Museum Johannes Reuchlin. Der Neubau von 2008 befindet sich an der Stelle, an der nach dessen Tod 1522 Reuchlins berühmte Bibliothek für viele Jahre aufbewahrt wurde. Hier treffen wir die Leiterin des Kulturamts, Angelika Drescher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kultur, aber auch unser Leben ohne das Wirken von Johannes Reuchlin ganz anders aussehen würde. Er hat sich nicht nur als Staatsmann und als Jurist, sondern eben auch als erster Humanist für die Menschenrechte eingesetzt. Er hat gekämpft für den Dialog zwischen den Religionen. Und er hat dafür gekämpft, dass wir nicht in Hass uns begegnen, sondern uns freundschaftlich gegenüberstehen. Das gilt bis heute. Seine Botschaften sind aktueller denn je. Die Werte Reuchlins aktueller denn je? Sie sind auf jeden Fall ein guter Kompass für ein friedliches Miteinander, auch 500 Jahre nach Reuchlins Tod. Wir sind stolz darauf, eine Schule zu besuchen, die nach einer so prägenden Persönlichkeit unserer Stadt benannt wurde.